So, machen wir mal hier weiter. So, wir haben jetzt hier gelernt, die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses können wir so berechnen, dass wir die Wahrscheinlichkeiten zusammenaddieren. Und weil wir das zusammenaddieren plus rechnen, das ist die Summe, das heißt Summenregel. Das ist unsere berühmte Summenregel. Und das ist voll cool, Leute. Damit können wir eine Menge Sachen schön für uns berechnen und dann werden wir immer gewinnen. Ja? So, also, ich habe das hier noch aufgeschrieben. Ja, das werdet ihr schön aufschreiben. Hängst du das schön in deinem Zimmer auf, ja? Das ist unsere Summenregel und Erik freut sich Wahnsinn, weil der kann, jetzt kann er richtig mal Sachen da gewinnen, ja? Also, wir müssen einfach die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ergebnisse, das was ihm gut ist, die Zahl 2, die 2, 4 und die 2, 6, addieren. Addieren. Und so bekommen wir die Wahrscheinlichkeit seines Ereignisses. Er muss einfach in dem Kopf zusammen addieren, wie wahrscheinlich ist der 2, der 4 und der 6 und dann hat er das. Ja? Und sein Ereignis besteht aus diesen Ergebnissen. Das ist wichtig. Ja? Sein günstiges Ereignis muss aus diesen Ergebnissen bestehen. Ja? So wie gerade Zahl, das ist sein Ereignis und das besteht aus den Ergebnissen 2 oder 4 oder 6. Jo. Dann muss er einfach nur die Wahrscheinlichkeit addieren. So, das war's, meine Lieben. Und jetzt üben wir das ein bisschen. So, wie wahrscheinlich ist, dass Sheila entweder 2 oder 3 oder 5 oder 6 wirft. Ja? Sein günstiges Ereignis besteht jetzt aus 4 Ergebnissen. 4 unterschiedliche mögliche Ergebnisse. Wie wahrscheinlich ist das? Okay, Leute? So, denkt ihr nach. Und in dem nächsten Video lösen wir das Problem zusammen. Okay?